In Düsseldorf stehen alle Zeichen auf Schuhe. Die 115. GDS präsentiert die neuen Kollektionen für Herbst-Winter 2013-14. Insgesamt 858 Aussteller sind in Düsseldorf am Start. Der erste Messetag der GDS stand ganz im Zeichen der glamourösen Events. Zur Upper Style Show war Schauspielerin Jana Palaske zugegen. Bei mir ist es nicht Barfuß oder Lackschuh, sondern so Barfuß oder Cowboy-Boot oder High Heel. Also ich liebe das halt so besondere kleine Schmuckstücke zu finden. Meine super Jeans-Cowboy-Boots, ne? Ganz speziell. Manchmal sehe ich halt auch irgendwo einen neuen Schuh und sage so, boah, unglaublich, den muss ich haben. Also ich fand auch hier die Sachen so inspirierend. Coole Looks, starke Designs und tolle Materialien standen im Fokus der Kollektionen, die auf der Upper Style Show gezeigt wurden. Luisa Hartema, Germany's Next Topmodel 2012, eröffnete die Show. Du bist halt im Job ständig auf High Heels unterwegs, deswegen ist es eigentlich gemütlicher, wenn man dann so privat flache Schuhe hat. Ich habe jetzt nicht so den krassen Schuh-Tick. Also ich habe schon viele Schuhe, aber jetzt nicht so, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Eher so, dass ich einfach ganz gemütliche Boots trage, Stiefel und ja, das ist eigentlich mein Trend. Auch Zahlen gab es zu berichten. Der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie blickt zuversichtlich auf das noch junge Jahr 2013. Wir haben nach wie vor insgesamt ein Wirtschaftswachstum in Deutschland, das stabil ist. Wir haben hohe Beschäftigungsraten, wir haben ein gutes Konsumklima und wir hoffen, dass der Schuhfachhandel überzeugen kann und mit tollen Sortimenten, einer guten Beratung dann auch etwas abhaben wird von diesem Umsatzkuchen auf den Konsumgütermärkten. Und wir gehen davon aus, dass wir ein Umsatzwachstum von 1-2% nominal durchaus auch erreichen können. Stefan Markert, stellvertretender HDSL-Vorsitzender, setzt auf die GDS. Die GDS ist natürlich eine Kompetenz an Branchenkennern, die hier zusammenkommen, die unsere Kollektionen würdigen und auch beurteilen letztlich. Es ist einfach das Beste, was wir in der Welt haben, ist die GDS. Und ich hoffe, sie hält noch in der Stärke, wie sie auch zurzeit vorhanden ist. Zurück zum Glamour. HDSL und GDS kürten die Schuhfrau des Jahres. Moderatorin Fernanda Brandao. Es ist mein erster richtiger Preis sozusagen und steht für eine Leidenschaft und ein Hobby von mir seit Jahren, nämlich Schuhe in alle Farben, alle Formen, alle Varianten und ich bin sehr, sehr stolz darauf. Seit meinem 16. Lebensjahr trage ich regelmäßig auch Einlagen. Ja, auch beim Sport die weichen Einlagen, um gerade diese Schwächen des Fußes auszugleichen und zu stabilisieren, weil ich ja so gerne High Heels trage und nicht darauf verzichten möchte. Man darf da halt die Gesundheit nicht vernachlässigen. Den deutschen Schuhpreis nahm Ricosta-Designer Gerhard Geis für seinen rutschautotauglichen Schuh Rally entgegen. Das Besondere an dem Schuh ist, dass er verstärkte TPU-Teile hat, die besonders dann, wenn die Kinder Laufrad fahren oder Rutschautos, die zum Schutz beitragen, dass die Schuhe nicht kaputt gehen. Den Junior Award erhielt Designerin Isabel van de Sand. Für mich ist es eine sehr, sehr große Auszeichnung, mit die Größe, die ich eigentlich erringen kann. Und weil ich so viel Herzblut und Zeit in dieses Projekt gesteckt habe, freut es mich noch mehr. Beim Schuhhersteller Marc wurde gegen Ende des ersten Tages zum Jubiläum angestoßen.